und wir können mal einen Test durchführen. Ich schalte den Spannungswandler ein. Hallo Freunde, heute möchte ich euch mal ganz kurz zeigen, ich habe mir einen Spannungswandler besorgt auf 230 Volt, also 12 Volt auf 230 Volt, und den möchte ich mir im Bus mal montieren. Ich möchte das eigentlich nur mal ausprobieren, ich war immer so ein bisschen skeptisch von wegen der Batteriekapazität und wie lange das durchhält und so, aber dennoch habe ich es jetzt mal gemacht. Ich habe mir ein günstiges Modell gekauft, vielleicht switcht man da nochmal um, wenn das gut funktioniert, aber da ich doch eben die Vlogs gerne unterwegs schneide oder wie auch immer oder gerne mal meinen Laptop irgendwie anschließen möchte, habe ich das mal jetzt in Angriff genommen und möchte den jetzt gescheit verstecken. Ja, und wer es noch weiß, meine Batterie sitzt ja jetzt hier unter dem Bett sozusagen und ich möchte den Spannungswandler gerne irgendwie hier hinbauen, damit ich nachher von hier oben ganz gemütlich den Ein- und Ausschalter betätigen kann und die Steckdose eben nicht zu sehen ist. Und ich möchte mir dann noch eine Dreiersteckdose irgendwo präparieren, dass das nachher auch schön zu erreichen ist. Ja, jetzt brauchen wir als allererstes mal eine Halterung für den Spannungswandler. Soll das Ding hier so sitzen? Ja, da hat jemand mal wieder viel zu kompliziert gedacht. Und zwar kommt das Teil jetzt einfach hier ran. So. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Da sitzt er jetzt in der Ecke. Ich habe hier schon eine Leiste dran gemacht. Und wenn ich das Ganze zu habe, kann ich von hier oben dann, ich hoffe, ihr könnt es hören, den Schalter betätigen. Also passt alles so, wie ich es gerne hätte. Jetzt nur mal gucken, ob auch die Stromversorgung klappt. Jetzt habe ich das Ganze provisorisch angeklemmt und wir können mal einmal einen Test durchführen. Ich schalte den Spannungswandler ein. Er piept, grüne Leuchte leuchtet, er ist an. Hier ist meine Steckerleiste und ich habe meine 230 Volt. Perfekt, mehr möchte ich gar nicht. Und das wird jetzt mal in der Praxis natürlich auch getestet. In den Vlogs könnt ihr das immer alles erkennen. Da werde ich das bestimmt auch mal ansprechen und ansonsten mal gucken, wie sich das jetzt so macht hier im Bus. Und ich werde natürlich meine Spannung ganz speziell jetzt auch mal begutachten, habe ich vorher natürlich auch, aber ich dachte, ich probiere das mal aus mit den 230 Volt, man kann es ja immer mal irgendwann gebrauchen. Ach übrigens, der kann jetzt 600 Watt, Spitzenleistung 1200, aber natürlich nicht lange. Und mir sollte es reichen für ein MacBook und so oder vielleicht mal Handy aufladen, obwohl man Handy aufladen auch mal über 12 Volt machen kann. USB-Anschluss hat er übrigens auch noch, also darüber kann man auch sein Handy laden. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, ist nur ein kurzes Video so. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, also haut rein.